Herzlich willkommen hier aus Overath am Busbahnhof. Heute wollen wir euch mitnehmen auf eine Mountainbike-Tour von Overath durch den Königsforst und die Warner Heide wieder zurück. 43 Kilometer, 500 Höhenmeter, los geht's! Wir sind schon ein ganz gutes Stück weitergekommen. Nachdem wir in Overath den Berg raufgekommen sind, sind wir in Heiligenhaus angekommen, dann den Berg runtergefahren nach Steinenbrück, sind dann in Untereschbach ausgekommen, waren mal kurz durch Untereschbach und dann rechts Richtung Rösrath den Berg rauf. Und sind jetzt auf dem Weg in den Königsforst. Ja, so. Ich glaube, den ersten Teil von dem zweiten steilen Berg haben wir jetzt hinter uns. Ja, heftig, wenn man losfährt und dann direkt so einen fetten Berg vor die Nase geballert bekommt. Aber in Overath ließ sich das irgendwie nicht anders machen. Ja, da muss man halt auch einfach schon mal ein bisschen schieben. Egal. Überlebt man auch als Radfahrer. Wir sind jetzt im Königsforst unterwegs und fahren Richtung Monte Trödelö auf der Suche nach einem schönen Mittagsplatz. Ich habe vorgeschlagen, dass wir dann erst in der Warner Heide unser Mittagessen einnehmen. Vielleicht machen wir das aber dann doch schon hier. Das Wetter ist irgendwie nicht so ganz etwas instabil. Mal schauen, wo wir denn hier irgendwie eine Möglichkeit finden, was zu essen. Angekommen am Monte Trödelö machen wir jetzt hier unsere Mittagspause. Wunderbare Gelegenheit. Die nutzen wir jetzt für ein kleines Päuschen, was zu essen. Und dann geht's gleich weiter. Thank you.
sind jetzt über Altenrath nach Walscheid gefahren, haben uns da in einem netten Café ein bisschen Kuchen gegönnt und fahren jetzt parallel zur Bundesstraße über Neu-Hohenrath wieder zurück nach Oberrath. Den Weg hier erkennt man noch gar nicht. Wir müssen aber sagen, dass der echt super ist. Lässt sich super gut fahren, sehr entspannt. Wirklich sehr, sehr schön. So, wir sind jetzt hier auf einem ziemlich interessanten Weg angekommen. Direkt an der Agger. Boah, es geht ein bisschen runter, aber einigermaßen passabel. Schmal, aber definitiv nicht zum Fahrradfahren geeignet. Also man muss schon ein bisschen vorsichtig gehen, aber das sollte möglich sein. So, wir sind fast wieder in Oberrath, fahren jetzt hinten am Sportplatz vorbei. Ja, gute 40 Kilometer, haben jetzt noch so 1-2 Kilometer und dann sind wir auch wieder zurück. Eine interessante Tour, vor allem in der letzte Teil. Nicht ganz ohne. Schieben auf jeden Fall angesagt und langsam sich voranarbeiten. Das ist auf jeden Fall angebracht. Vielleicht besser sogar umfahren und anders fahren. Ja, war auf jeden Fall eine coole Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne sehen wir uns wieder.